Die eigentliche Idee kam von Jördis Freiwald. Die hat als Schulsozialarbeiterin in Brück an einer Oberschule ein Bauprojekt letztendlich sich angeschaut, was mit Kindern gemacht worden ist, zusammen mit einem Psychologen. Da wurde in der freien Natur etwas Tolles für die Schule geschaffen und hat gesagt, Mensch, das wäre auch was für uns. Als Sozialarbeiterin der Oberschule Werder interessiert mich das Projekt sehr, weil die Schüler kreativ und mit ihren eigenen Kräften etwas gestalten können. Hier auf dem Schulhof ein Objekt, und die Chance wird wahrscheinlich nicht so oft Schülern gegeben. Also das ganze Projekt läuft im Rahmen der Initiative Oberschule, wo also Fördermittel bereitgestellt werden, damit die Oberschulen besser ausgestattet werden, innen wie außen. Und an mich ist die Frage gerichtet, ob ich nicht mit Schülern ein Projekt mache, wo der Schulhof um- oder neu gestaltet werden kann. Wer soll das alles eigentlich bauen? Das ist auch eine ganz spannende Frage. In diesem schönen Antrag, der ja ganz viele Seiten umfasst, steht drin, es werden alle bauen. Alle Schüler unserer Schule. Und als wir damals die Idee geboren haben, haben wir nämlich gesagt, wir möchten gerne, dass jeder irgendeinen Handschlag dazu leistet. Entweder die Idee mitzeichnet oder nachher irgendeinen Nagel da reinkloppt oder wie auch immer. Oder es dokumentiert. Ja, Fundament. Und dann hier Schiebergraben. Hier ist das Fundament. Ja, und hier Schiebergraben. Mein Name ist Dörr, ich bin hier die Kunstlehrerin, wie es vielleicht auch schon aus einem anderen Video bekannt ist. Und jetzt stehen wir hier an der Baugrube und wir sind ganz froh und stolz, dass es endlich vorangeht. Nach den Sommerferien ist endlich der Bauantrag durch und die Schüler sind schon ganz heiß aufs Bauen. Wir haben schon einige aktiv werden lassen. Wie man vielleicht sehen kann, ist die Baugrube ja schon ausgehoben. Es geht also jetzt weiter, dass das Fundament gegossen wird. Und jetzt kommt der zweite Teil der Schülerarbeit, dass eben die Beplankung, die Dachbeplankung fertiggestellt wird, was wir jetzt gerade machen. Die Schüler lernen, mit der Säge umzugehen, zu messen, auch mal was einzunageln. Und die nächsten Schritte werden dann die Rückwandbeplankung sein. Ja, herzlich willkommen an alle zur Eröffnung unseres Schülerbauprojektes hier an der Oberschule. Am 17.03.2008 habe ich den Antrag unterschrieben, den Vertrag unterschrieben, dass wir das hier bauen dürfen. Und da haben wir eigentlich noch gar nicht gewusst, was auf uns alles zukommt. Und heute stehen wir vor einem fertigen Produkt. Ja, jetzt mal Applaus. Ja. Das Projekt kam so zustande, dass die Schule bei uns ein Angebot eingereicht hat, zusammen mit dem Künstler. Und wir haben uns die Sache angeschaut und fanden, dass es ein sehr gutes Projekt ist, weil es eben die Schülerinnen und Schüler müssen aus sich herausgehen, müssen kreativ werden und lernen bestimmte Sachen, die sie wahrscheinlich sonst in der Schule und auch im Alltag nicht lernen würden, sozusagen spielerisch, wenn man so will, oder in einem Projekt bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten.